Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir checken heute mal die Insta360 X3 ab. Die habe ich zugeschickt bekommen, allerdings eine unbezahlte Werbung. Das bedeutet, ja, ich kann jetzt eigentlich euch erzählen und machen und tun, was ich will. Und genau das tun wir heute. Und ihr kriegt einfach meine Meinung zu dieser Kamera. Ich zeige euch verschiedene Aufnahmen und was man damit machen kann und was ich finde, man meiner Meinung nach zumindest nicht so gut machen kann. Viel Spaß bei diesem Video. Die X3 war bei mir mit einigem Zubehör dabei. Zum Beispiel eine Speicherkarte, eine Linsenabdeckung und ein Linsenschutz. Den würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil ich habe bei der One RS schon gemerkt, dass wenn die 360-Grad-Linse so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist, dann liefert die schon ziemlich schnell nicht mehr so ein schönes Bild. Und diese Lensguards, die kann man ziemlich schnell zwischendurch mal wechseln. Außerdem natürlich eine Ersatzbatterie und das MTB Bike Bundle, was ihr jetzt hier nicht seht, aber wahrscheinlich schon von Insta360 an sich kennt. Wenn ihr loslegen wollt, dann legt ihr natürlich erstmal die Speicherkarte ein und den Akku und so weiter und habt dann so ein paar kleine Einstellungen. Die macht ihr ganz fix über die Kamera selbst und im Anschluss verbindet ihr euch einfach mit dem Handy und der App, denn da habt ihr es am allereinfachsten, alle Einstellungen abzuschließen und die Kamera letztendlich zu aktivieren. Ich zeige euch jetzt noch kurz meine Einstellungen für die Bildqualität und würde euch empfehlen, diese auch einfach nachzumachen, weil für mich persönlich liefern sie dann die beste Qualität. Also als allererstes, wenn ihr in 360-Grad-Modus filmen wollt, filmt ihr in der maximalen Auflösung, die die Kamera bietet. 30 Frames und anschließend geht ihr in die Einstellung. Video Bitrate auf hoch, ganz, ganz wichtig. Die stand bei mir tatsächlich schon auf hoch, aber so habt ihr die beste Qualität. Videoschärfe stelle ich immer auf mittel oder sogar gering, denn wenn ihr so ein cinematisches, schönes Bild haben wollt, dann ist es wichtig, dass da die Schärfe nicht zu krass ist, weil ihr kennt das vielleicht von einem iPhone. Ja, die Kameras schärfen schon ziemlich krass digital nach und ich finde persönlich, das Bild sieht dann einfach nicht so schön aus. Das war es auch letztendlich schon. Ich habe dann zum Schluss noch eine kleine Änderung gemacht und zwar habe ich die Belichtung noch einen Ticken runtergestellt. Das könnt ihr aber, wenn euch das mehr interessiert, gerne mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich ein einzelnes Video zu den Einstellungen an sich. Von Action Cams vielleicht mal allgemein. Von der GoPro habe ich sowas schon gemacht, aber ich habe jetzt ja schon ein paar Action Cams hier liegen und wenn ihr möchtet, mache ich euch gerne darüber mal ein einzelnes Video. Aber jetzt genug Tech Talk, wir starten mal los auf die Trails. Leute, teste mal die Vlog-Kapazitäten. Ich radel jetzt bei 10 km/h berghoch. Könnt ihr entscheiden, wie gut der Ton ist. Ich denke ja eh, es gibt 1 Million Videos gerade über diese Kamera. Und ich werde versuchen, das Beste rauszuholen aus der Kamera. Und wir versuchen am Ende gleich vom Video so ein kleines Instagram-Reel zusammenzuschneiden. Also, bin auf jeden Fall gespannt. Feeling.
Also für mich persönlich ist die Kamera auf jeden Fall eine super Lösung für vertikalen Content, also Instagram-Content. Mehr dazu werde ich euch auch gleich noch im Outro erzählen, aber ich zeige euch jetzt erstmal drei verschiedene kleine Vertikalformate, wo ich einfach mal was zusammengeschnitten habe. Einmal ohne Color Grading, einmal mit Color Grading und einmal ein kleines Video, was man als zum Beispiel Instagram Reel oder YouTube Short benutzen kann, was ich direkt aus der App gezogen habe. Denn Insta360 hat eine ganz coole App, womit man relativ leicht coolen Content erstellen kann, wenn man nicht gerade super viel Arbeit investieren will in Videoschnitt. Also Leute, was glaube ich, für wen ist die Kamera gemacht und für wen nicht so gut? Ihr habt vielleicht gesehen, die Kamera funktioniert ganz gut auf dem Trail und das sieht alles ganz gut aus. Ich finde allerdings, für die meisten YouTube-Sachen heutzutage kommt die Kamera mit der Qualität jetzt nicht so ganz hinterher, was andere Action-Cams anbelangt. Es wird zwar gesagt, dass die 5,7 oder 5,3K Video aufnimmt, allerdings ist das Export-Video dann am Ende nur noch Full HD, was natürlich ein Unterschied ist zu den ganzen Kameras, die 4K filmen. Und zumindest mein Auge hat sich mittlerweile ziemlich an 4K gewöhnt und ich habe immer so das Gefühl, dass ja, alles unter 4K fast unscharf aussieht. Also 2,7K finde ich ist so das Minimum, was man haben muss. Das hat zum Beispiel die Go 2 von Insta360 gehabt, womit ich schon auch schon ein paar Videos gemacht habe. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Für YouTube also für mich persönlich nicht so mein Fall. Allerdings für Instagram ist das eine ziemlich coole Sache. Und ihr habt ja gesehen, es gibt ja super viele Möglichkeiten, schon in der App ein Video zu gestalten. Und die App gibt euch schon eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert und was ihr da für Funktionen habt, was ihr filmen müsst. Und das finde ich wirklich, wirklich cool. Am Computer darf man nicht vergessen, dass die Nachbearbeitung, bevor man das Footage dann letztendlich erst in die Videos packt, also wenn du als YouTube-Creator jetzt zuschaust, hat man erstmal noch so ein bisschen mehr Arbeit im Workflow, was mich persönlich auch ein bisschen stört. Das ist natürlich klar, es ist bei allen 360-Grad-Kameras so, bei der GoPro Max wird es sehr wahrscheinlich ganz genauso sein, die habe ich noch nie in der Hand gehabt, aber man muss natürlich erstmal das Ganze so framen, dass es funktioniert und zusammenpasst. Das müsst ihr natürlich bei der Insta360 X3 auch tun. Für Social Media allerdings, so auf dem Handy, auf dem Sofa chillen, abends nach dem Rideout einfach so die Videos bearbeiten, da kriegt man schon was ziemlich Cooles raus. Und ich finde auch in 9:16 gerade den Blickwinkel ziemlich, ziemlich cool, weil man es wirklich schafft, auch viel vom Bike zu sehen, viel vom Lenker zu sehen und gleichzeitig super viel auch vom Trail. Das heißt, ich werde die Kamera auf jeden Fall weiter nutzen für genau solche Dinge, nämlich für Instagram. Und sagen wir mal nicht nur Instagram, sondern Shortform-Content. Denn auf YouTube gibt es ja auch mittlerweile die YouTube-Shorts, die sehr, sehr beliebt sind bei vielen schon. Das heißt, für alles, was vertikaler Content ist, finde ich, ist die X3 eine echte Empfehlung. Für alles andere, was 16:9 ist, finde ich, bräuchte sie einfach noch so ein bisschen bessere Qualität. Und dann habt ihr da auch eine super Kamera. Für alle, die einfach nur hobbymäßig irgendwie was filmen wollen und ein bisschen was hochladen wollen oder was Erinnerung für sich haben wollen, wird das Ganze wahrscheinlich ausreichen. Allerdings finde ich, dass da der Preis halt auch schon knackig ist bei der X3. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so seht. Das ist auf jeden Fall so meine persönliche Meinung. Ihr habt gesehen, was kann die Kamera gut, was kann sie nicht so gut. Sogar einen Vlogging-Tontest haben wir gemacht. In diesem Sinne, Leute, ihr werdet die Kamera auf YouTube wahrscheinlich bei mir eher seltener sehen, aber auf allen Plattformen oder ja, Shortform-Content. Ne? Hin und wieder lade ich auch mal so ein paar YouTube-Shorts hoch, aber so richtig Freund davon bin ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht motiviert mich die Kamera auch ein bisschen mehr Content im vertikalen Modus zu machen. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Und ich bin gespannt, was noch für Kameras dieses Jahr rauskommen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.